Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ida Dog. Heute möchten wir 5 Tipps mit dir teilen, wie du die Hufgesundheit deines Pferdes optimal unterstützen kannst. Also legen wir gleich los mit dem ersten Tipp. Und zwar sollte der Hufschmied regelmäßig zu Besuch kommen, denn das ist essentiell wichtig für gesunde Hufe, denn die Hufe selber zeigen ein kontinuierliches Wachstum und lässt man sie jetzt unregelmäßig vom Hufschmied kontrollieren oder gar nicht, dann verändert sich einfach der Stand des Pferdes, also der Winkel in den Gelenken und das wiederum wirkt sich negativ auf die Sehnen und auf die Gelenke selber aus. Weiterhin ist es wichtig, dass die Hufe täglich ausgekratzt werden, also wirklich sauber gehalten werden, denn durch das tägliche Auskratzen der Hufe wird Schmutz und Dreck super entfernt und kleine Steinchen werden schnell entdeckt und natürlich auch entfernt. Neben dem richtigen Hufe auskratzen ist auch die Stallhygiene essentiell wichtig, denn du solltest darauf achten, dass die Boxen stets sauber und trocken sind. Das fördert die Hufgesundheit. Dreckige, nasse Boxen greifen eher das Hufhorn an und führen dazu, dass sich die Hufqualität stark verschlechtert. Außerdem ist es essentiell wichtig, dass das Pferd ausreichend Bewegung erhält, also Reiten auf die Weide, auf dem Paddock und Co. Denn durch die Bewegung selber wird zum einen der Hufmechanismus selbst unterstützt und zum anderen wird einfach insgesamt die Durchblutung gefördert und gesteigert und somit gelangen die Nährstoffe viel, viel besser zum Huf selber und können dort natürlich auch besser aufgenommen werden. Und zu guter Letzt, wenn dein Pferd unter trockenen und spröden Hufen leidet, dann ist Biotin und Zink ja das Mittel der Wahl, denn diese beiden Nährstoffe sind wahre Hufnährstoffe, denn sie unterstützen das Hufwachstum von innen heraus und fördern einfach die Bildung von qualitativ hochwertigen Hufhorn und sollten deshalb auf keinen Fall fehlen.